Size. Heute besuche ich mit Kong Jie den größten Laden vom Popmart in Beijing. Hallo, ich bin wieder hier und eigentlich gesagt, vor der Live-Übertragung habe ich gar keine Ahnung vom Popmart. Aber heute sehen wir mal. Wieso kann man nicht verstehen, warum die Blindboxen Spaß machen? Damit finde ich mich nicht ab. Ich erkläre das und zeige mal heute diesen neuen Trend aus China. Ja, aber ich habe eine Frage zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendeine kaufen möchte, wenn ich diese bekommen will, aber nur diese gekauft habe, was passiert dann? Zum Beispiel, ich mag Harry Potter am meisten, aber ich weiß nicht vor dem Kauf, welche Figur ich bekomme. Und wie lange hast du sowas schon gekauft? Seit dem letzten Jahr. Wie viel wirst du monatlich zahlen? Ja, ungefähr 3.000 bis 4.000 Yuan Renminbi. Ja, also sie hat gesagt, sie ist sehr reich, sie verdient ja doch sehr viel. Okay, hast du irgendwelche Kunden gefunden, die einmal sehr, sehr viel bezahlt haben? Ja, ich habe einmal erlebt, dass eine Frau hat insgesamt 6.000 Yuan bezahlt. Das ist ungefähr 100 Figuren. Ja, sie hat alle Serien hier gekauft. Wir müssen noch einmal die Blindboxen richtig ausprobieren. Dann kannst du diesen Spaß verstehen. Ja, die alle sind sehr süß, aber ich glaube, dieses hier, das ist ein Drachen und das ist ein typisches chinesisches Symbol. Ja. Warum magst du diese? Professionelle Beauty-Vloggerin. Aha, das heißt, wenn man so macht. Wenn wir etwas zeigen, machen wir so etwas. Ja, jetzt verstehe ich. Heute ist für mich ein toller Tag und ich verstehe jetzt, warum ich mehr mit Jugendlichen zusammenbleiben soll, weil nur so kann ich die Jugendlichen besser verstehen. Gefällt dir auch das Lied der jungen Chinesen? Die kleinen Figuren, die sich in den Blindboxen verstecken, verleihen den jungen Seelen ein heilendes Gefühl. Sie geben den jungen und einsamen Menschen außerdem einen Schlüssel, der die Tür eines virtuellen sozialen Kreises öffnen kann, in denen sie Menschen finden können, die ihnen ähnlich sind. Was denken Sie daran? Bitte schreiben Sie im Kommentar. Ciao, ciao!